Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Trüberbrook. Wobei, müsste man eigentlich Trüberbrook sagen. Trüberbrook oder Trüberbrook? Ich weiß es nicht genau. Wir gucken uns mal die Fußspuren an. Das ist doch definitiv Ektoplasma, oder? Was ist das für ein Glibber? Genau, er hat mich vollgeglibbert. Vollgeschleimt, so hieß es. Mal gucken, ob etwas fehlt. Was für ein Chaos. Was fehlt denn? Ich will den Tatort nicht verändern. Den Tatort? Wir schlafen aber jetzt nicht. Wir können uns hier nochmal kurz umschauen, oder? Das Bild hier. Was ist denn das? Gruselig. Ein Wurm? Eine Art Seeungeheuer. Ach so, Nessie. Oh, shit. No. Gruselig. Hab ich überklickt. Eine Art Seeungeheuer. Muss sich um eine lokale Legende handeln. Ja, vielleicht wenn es Nessie ist. Nee, kann sonst nichts machen, ja. Wir haben ja Zeit. Irgendwie schrullig, ja sich tote Tiere an die Wand zu hängen. Oh ja, das stimmt. Das ist auch so eine weit verbreitete... Wir können Licht ausmachen, vielleicht sehen wir dann mehr. Nee. Okay, ganz wieder warten. Dann machen wir Licht mal an. Kleiner Schrank. Den Schrank hat der Dieb jedenfalls nicht durchsucht. Nee. Kann man hier noch irgendwas machen? Fenster können wir öffnen. Draußen sieht es ungemütlich aus. Ja, mach mal Fenster auf. Das bleibt auch so. Das ist Deutschland. Lieber nicht. Sonst regnet es rein. Ach komm, Memme. Gut, dann gehen wir mal hinterher. Wo werden die Fußspuren hier hinführen? Na klasse. Direkt was kaputt gemacht. Wo ist er hin? Ich würde sagen raus. Die Fußspuren sind da ja noch. Moment. Nee, noch nicht. Noch mehr von diesen Glibber. Yep. Du könntest mal einen Schlüssel mitnehmen. So viele Zimmer. So wenige Gäste. Ja, ja. Lass mal rausgehen erst. Die Spur führt nach draußen. Ja. Schnellmerker. Raus da. Menü des Tages gibt's gerade keins. Ich denke, heute Abend ist Dorffest. Finstere Nacht. Im fahlen Licht der Sterne scheint das Dörfchen nur aus zackigen Schemen und Einsamkeit zu bestehen. Hm. Wie poetisch. So, okay, der Glibber geht hier hoch. Das heißt, wir gehen hier auch hoch. Psst. Psst, psst, was? Ach, da lungert jemand rum. Na? So spät noch unterwegs? Was macht sie denn da? Jemand war in meinem Zimmer. Kaum hier und schon heimliche Verehrer? Nein, ein Dieb, glaube ich. Ich habe hier zwar niemanden gesehen, aber... Er war ja auch unsichtbar. Wenn ich du wäre, würde ich vielleicht diesen ziemlich auffälligen Fußspuren folgen. Ach, was? Da hast du wohl recht. Entschuldige mich bitte. Sie sieht sie also auch, alles klar. Die Situation wird zunehmend ärgerlicher. Ich bin dem Dieb meiner Aufzeichnungen in eine Art Sackgasse gefolgt. Und nun ist er verschwunden. So stehe ich hier am anderen Ende der Welt, meine Aufzeichnungen beraubt. Och, wie poetisch. Ich frage mich, wer zum Geier eine Abhandlung über Quantenphysik klauen würde. Vielleicht ein Geist, der wieder sichtbar werden möchte. Könnte doch sein, oder? Wir haben ja ein Fernrohr, wir können hier nichts, wir haben auch eine gelbe Telefonzelle. Kürzlich wurde die letzte gelbe Telefonzelle in Deutschland abgebaut übrigens, ne? Sehr tragisch. Was ist das für eine Spur aus Glibber, die der Dieb hinter sich herzieht? Ich möchte lieber nicht wissen, wo er da reingetreten ist. Kann ich sie hier anklecken? Ich kann mit ihr sprechen. Willst du eine gruselige Geschichte hören? Ja, erzähl mal. Angeblich gab es hier in den Bergen einen protogermanischen Kult. Und die haben zu den Geistern hier in den Wäldern gebetet. Ja. Vielleicht ist dein Besucher ja so ein Geist. Böse Geister? Der Typ war nicht wirklich... Klar war das ein Geist. Diese Protogermanen hatten wohl eine blühende Fantasie, dachte ich mir. Böse Geister? Wir fragen böse mal. Geister? Ach Quatsch. Wie war nochmal dein Name? Tannhäuser? Tannhäuser? Ich bin Gretchen. Ich bin Anthropologin. Mhm. Rein zufällig sind diese alten protogermanischen Kultstätten mein Spezialgebiet. Ach so. Irgendwo in der Nähe soll eine davon sein. Ich konnte sie aber noch nicht finden. Gretchen. Hallo. Das ist ja schön und gut, aber was mache ich jetzt bloß ohne meine Aufzeichnung? Weißt du was? Ich helfe dir, den Dieb zu finden. Mhm. Wie es aussieht, hat er sich mit der alten Seilbahn in die Berge davon gemacht. Zufälligerweise muss ich auch dahin. Nachts mit der Seilbahn in die Berge. Alles klar. Du kommst jetzt mit und hilfst mir suchen. Nach meiner Kultstätte. Wer weiß, vielleicht findest du ja auch deinen bösen Waldgeist mit Interesse für Quantendingsbums. Eine Hand wäscht die andere. Also, was sagst du? Kommst du mit? So, den Berggeistern? Nein, danke. Ich bin schon verabredet. Ich bin nicht so der anthropologische Typ. Rufen wir lieber... Also, er will definitiv nicht mit. Das ist ja, komm mal. Ha!
Ich wusste doch, dass du Lust auf ein Abenteuer hast. Bist du Startler? Ich bin Startler. Morgenstund hat Goldmond und so weiter. Wir müssen einen Weg den Berg hinauffinden. Am einfachsten wäre es, die Seilbahn zu nehmen. Das hat sich wahrscheinlich auch unser Freund gedacht. Ja, dann nehmen wir die doch. Ganz in Ordnung sieht die Seilbahn aber nicht aus. Ach, das wird schon gehen. Ach, die kriege ich schon wieder hin. Eben, sie hat eine Zange. Errungenschaft freigeschaltet, der Lazarus-Zwischenfall. Kapitel 1. Willkommen in Trüberbrook. Kriege ich nicht hin. Der Hauptschlüssel fehlt und wir haben einen Marderschaden an der Hauptleitung. Egal. Ob das der Dieb gemacht hat? Marderschaden. So, Vorschlag. Ich halte hier die Stellung und versuche mein Bestes. Schau du dich doch mal unten im Ort um. Wir brauchen den Hauptschlüssel für die Seilbahn und wir müssen irgendwie diese kaputte Hauptleitung überbrücken. Kannst du dir das merken? Kannst du dir das merken? Ich versuche es mir zu merken. Los geht's. Egal. Das wird sicher ein Spaß. Kannst du dir das merken? Ja, gerade mal so. Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Was kann da schon passieren? Hochspannung, Lebensgefahr. Wir brauchen einen neuen Marder. Unser hat einen Schaden. Da haben wir ja eindeutig gehört. Der alte Generator läuft auf Hochtouren. Es schlagen schon Funken raus. Ja, ist doch super. Dann funktioniert er wenigstens noch. Ich weiß gar nicht. Komm. Wir rufen mal irgendwo an. Hast du 5 Kilo Münzen dabei für ein Ferngespräch? Hallo? Jemand da? Melodie erklingt. Was ist das für ein Telefon? Was war das? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken mal, was hier. Wir können was aufnehmen. Die Zukunft scheint auch vor Trüberbrook nicht Halt zu machen. Weiter oben im Ort habe ich eine moderne Fernmeldeanlage für jedermann entdeckt. Für alle, die gerne wissen möchten, ob die Welt am anderen Ende der Leitung noch in Ordnung ist. Sehr geil. Sehr geil. Gefällt mir. Was haben wir denn da? Ein Karton. Ein Dem Geruch nach sind Kekse und Dauerlutscher drin verpackt gewesen. Damit fängt man Marder. Das weiß doch jeder. Das kommt. Nimm mit. Danke. Alles klar. Und das sieht auch böse aus. Starkstrom. Irgendwie müssen wir das doch repariert bekommen. Ja, es gibt einen praktischen Anschluss von Starkstrom auf Gardena. Aber wir bräuchten dann Wasser hier. Das ist ein Problem. Naja, mal gucken. Ich drück mal drauf. Was kann schon passieren? Oh. Alles okay? Hast du Hirnschäden? Okay. Wie bekannt haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art. Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben, der Dicke des Kabels nachzuurteilen. Ja. Als Ausweg blieb ihm nur der Tod. Der alpine Riesenmarder ist das, der gemeine alpine Riesenmarder. Auch allgemein bekannt, würde ich sagen. Vielleicht können wir helfen und das Fernrohr gucken. Es leuchtet rot. Oh, wenn's blau leuchtet, wär's besser. Weiß jeder. Man braucht wohl erst einen Schlüssel, um die Anlage starten zu können. Ja, du solltest genau, ihn du Superhirn. Hast du schon im Dorf rumgefragt, ob ihn jemand hat? Alles klar, super. Geile Kommentare. Mit dem Fernrohr hat man sicher einen guten Blick ans andere Seeufer. Ja, guck doch mal durch. Man muss eine Münze einwerfen. Ach, klasse. Wie immer, wir haben natürlich nichts, ne? Da gehen wir mal runter. Schön gemacht, das Spiel. Gefällt mir. Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Ja, eigentlich. Seien Sie vorsichtig, der Tisch wackelt ganz schrecklich. Das kann Bierdeckel zur Hand. Bleiben Sie lieber auf Abstand. Der Tisch wackelt so schlimm. Okay, alles klar. Dieser Tisch, er wackelt. Hier geht einfach alles den Bach hinunter. Hat der wirklich ein Geweih hinten an seinem... ist ja interessant. Guten Morgen. Der Herr? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier. Wie geht es Ihnen? Können Sie mir etwas über die Seilbahn sagen? Wir sind erstmal freundlich. Wie geht es Ihnen? Ach, fragen Sie nicht. Na, hier hat man nicht Selbst fragen sollen. Der Cognac will mir nicht zurecht schmecken, so wie dieser grauenhafte Tisch immerfort wackelt. Wir besorgen einen Bierdeckel. Praktisch denken. Guten Morgen. Bierdeckel schenken. Der Herr? Was können Sie können mir, Sie mir Seilbahn etwas über sagen? Die Seilbahn sagen? Ach, an die alte Seilbahn will ich gar nicht denken. Ohne dein Cognac. Und dieser wackelnde Tisch ist einfach unerträglich. Ja, natürlich. Er macht mich doch wahnsinnig. Ich weiß. Pass auf, wetten. Guten Morgen. Der Herr? Wetten, Ein schönes Plätzchen haben Sie hier.
Es ist ein Trauerspiel, wie der Ort, wo die Hunde gehen. Und dann dieser wackelnde Tisch. Alles geht den Bach runter. Genau wie dieser wackelige Tisch. Ja, sicher. Armer Kerl, es tut mir so leid. Ein Kleiderbügel. Da hängt ein Kleiderbügel an der Leine. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Ja, und auch Unterhosen. Da oben ist eine Wäscheleine bis unter mein Fenster gespannt. Genau, wir können vielleicht mal eine gebrauchen. Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Ach, das ist eine Antenne. Okay, alles klar. Dann gehen wir nochmal in die Gaststube rein, würde ich sagen. Wir müssen ja mit Leuten sprechen. Wir brauchen diesen Bierdeckel unbedingt. Wow. Hey. Schämst du ihn? Alice? All diese schönen Menschen. Maggie Bückert, Miterfinderin des lebenden Getränks T-Expresso, fährt gern Fahrrad, ohne es zu können. Wohnt zusammen mit ihren zwei rasierten Fantasiekatzen Butch Cassidy und Sundance Kid. Alles klar, gib mir mehr. Muss sich um eine Art Ahnengalerie handeln. Sherman Archibald, Erfinder der auf Noten basierenden Programmiersprachen Sherman++, die weltweit nur von wenigen Experten beherrscht wird. Kennt ihr jemand? Lara und Jeff, Besitzerin des allseits beliebten Kaffeehaubes Burg Trüberbrook, Kapitän des Kreisligisten Sportvereinigung Vorwärts Trüberbrook 1887. Christian Huntley, Zweitplatzierter beim jährlichen Brezelwettessen. Ob das vielleicht die Entwickler sind hier? Wie kann das sein? Alex Valero Danda, einer Legende nach soll dieser junge und draufgängerische Musiker eine Kopie des Necronomicon an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main ins Spanische übersetzt haben. Ins Spanische, bitte. Um Lieder darüber zu schreiben. Seitdem ist er spurlos verschwunden. Ich habe einen Rechtschreibfehler gefunden. Ich glaube, das sind sie alle. Nee, da haben wir noch eins. Sven Österle, aka Sven Q, 45. Okay. Sprechen wir nochmal mit ihr. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Ich möchte einen Raub melden. Schönes Restaurant, wir kuddeln uns erstmal ein an. Schönes Etablissement haben Sie hier. Im Familienbetrieb seit über 75 Jahren. Mhm. Ich hatte die Wirtschaft eigentlich mit meinem Bruder übernommen, aber jetzt sind es nur noch ich und meine kleine Tochter. Die Musik ist gut. Wie läuft die Saison als bis jetzt? Als einziger Gast habe ich mich gefragt, wie läuft denn die Saison bis jetzt? Saison? Haben wir schon seit Jahren keine mehr gehabt. Mhm. Was ist denn aus Ihrem Bruder geworden? Ach, der Lump hat sich nur für seine Flasche interessiert. Ja. Am Ende hat der Taugenichts zu viel an seinem Bolzenschuss geschnuppert und sich aus dem Staub gemacht. Okay. Ihre Tochter schaut wohl gern fern, hm? Ach, das Kind sitzt ständig vor der Kiste. Okay. Sie hat nur außerirdische und fremde Welten im Kopf. Noch ein Problem zu lösen. So ein Unsinn, oder? Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ich könnte ein Bier vertragen. Trude, machen Sie mir ein Pilzbier, bitte. Sekunde, Professorchen. Mein erstes richtiges Bier als Amerikaner. Hier, ein Bierdeckel. Ja, guck mal, der Bierdeckel. Wie geil. So. Ich wusste es doch. Zum Wohl. Ich hab's geahnt. Lass uns den Bierdeckel mitnehmen. Wie cool. Ja, geil. Wie gesagt, man macht das halt mit Bierdeckeln, wenn Tische wackeln. Dann packt es schon. Als hätte ich's geahnt. Wie cool. Ist ja lustig. Ja, super. Dann sprechen wir Sie nochmal an. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Können Sie mir sagen, was es mit der alten Seilbahn auf sich hat? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk. Also ich habe den Teil noch nicht gespielt, dass mir die Bierdeckel war wirklich bis dieses so von Unternehmen alleine. Aus Übersee cool. unter Zwang rausgekauft hat. Wer ist Freiherr von Sülz? Wer genau ist dieser Freiherr von Sülz? Freiherr von Sülz war der Betreiber des Bergwerks. Philanthrop und Kunstmäzen. Aha. Seine Frau war die schillernde Baronin von Sülz, von der Sie doch sicher schon gehört haben. Baronin von Sülz klingt ja aber trotzdem nicht so edel. Jedenfalls, als das Unternehmen ihm das Bergwerk weggenommen hat, ließ ihn auch die Baronin allein und der Freiherr blieb als gebrochener Mann zurück. Nur noch sein Kater kann ihn ein bisschen erfreuen. Das ist ein Fuchs. Was war das für ein Bergwerk? Wonach wurde dort geschürft?
Eine alte Silbermine. Oh. Also nichts, was einen Quantenphysiker interessieren könnte. Silber ist schon schön. Ist schon ein paar Jahre her. Damals, als es noch Arbeit genug für alle gab. Aber dann hat dieses Unternehmen erst das Bergwerk übernommen und dann einfach dicht gemacht. Aha. Man muss ja einen Grund haben, oder? Und warum haben sie das Bergwerk dicht gemacht? Das weiß niemand. Ah, da gibt's die wildesten Spekulationen im Ort. Mhm. Erst sind angeblich Leute spurlos verschwunden. Mhm. Touristen, arme Lohnarbeiter ohne Angehörige und so weiter. Mhm. Andere redeten von giftigen Rückständen in der Luft und im Wasser. Aber keiner weiß, was genau es ist. Also immer Leute, die keiner so schnell wenn sie vermisst. Mich fragen. Ich bin einfach nur froh, dass der Spuk ein Ende hat. Wegen der ganzen Gerüchte sind uns jahrelang die Kurgäste weggeblieben. Sehen Sie ja selbst. Ja, einer ist gerade wiedergekommen, hat nachts meinen Koffer durchsucht. Das ist so eine Sache. Was ist das für ein mysteriöses Unternehmen, von dem Sie da sprechen? Die nennen sich Millennium-Kooperative oder so ähnlich. Sehr dubiose Gesellschaft. Die haben Verbindungen bis ganz nach oben, wenn Sie wissen, was ich meine. In die höchsten Gefilde der Macht. Ja. Millennium-Kooperative. Ist ja ein komischer Name. Wir wissen doch alle, dass 2000 die Welt untergeht, weil nichts mehr funktionieren wird. Kein Strom, gar nichts. Amber wurde doch groß angekündigt. Und was wurde aus den Leuten, die im Bergwerk gearbeitet haben? Immer mehr Fremde kamen in den Ort. Was die letztlich im Bergwerk getrieben haben, weiß keiner so genau. Mhm. Manche sind verschwunden, manche sind verrückt geworden. Wer weiß das schon so genau? Irgendwann haben sie sogar das alte Sanatorium gekauft, um ihre Arbeiter unterzubringen. Okay, klingt interessant. Das war natürlich vor der Schließung des Bergwerks. Ja, natürlich. Okay, genug gehört. Genug gehört. Danke. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja. Ich möchte einen Raub melden. Letzte Nacht hatte ich einen ungebetenen Gast in meinem Zimmer. Bei uns im Haus? Mhm. Oh Gott, das tut mir leid. Wenn Sie gestatten, werde ich sogleich die Polizei informieren. Ich weiß nicht. Danke. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Auf Wiedersehen. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Alles klar. Übrigens, ja? Das Buffet ist eröffnet. Ah, super. Bitte, Frühstück. Bedienen Sie sich. Ja, top. 1A, Dankeschön. Können wir, was sind das denn da? Angeln? Ziemlich viele Angeln haben Sie da. Die können Sie gerne ausleihen. Aber nur gegen einen Pfand. Die Dinger verschwinden sonst immer. Verstehe. Hier liegt ja auch noch ein Bierdeckel rum. Den nehmen wir auch noch mal mit. Jetzt haben wir zwei Bierdeckel. Aha. Was sind die? Ach so, das ist der Aufnahme-Button. Flugticket. Die Zeitung. Oh, 99 Jahre Trüberbruck. Ein wundervolles Fest für einen wundervollen Ort. Unser geliebtes Trüberbruck. Ortsvorsteher J. Bierschock. Trüberbruck im Jahre 1969, anno dazu mal, wurde unser schönes Dorf zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Während wir gemeinsam der großen 1000 entgegenfiebern, sind 998 Jahre immerhin ein fast runder Geburtstag, den man gerne feiert. Der Trüberbrucker Tribunen und die Werbegemeinschaft möchten euch einladen, gemeinsam ein rauschendes Fest zu feiern. Die Feier steigt am 1. September, wie jedes Jahr, am Denkmal von Heinz Erebus Erdmann von Übelgönne, dem legendären Gründer unseres Geburtstagskindes. Wir freuen uns besonders darauf, das neue Jahrgangsfestchen Bolzenschuss mit euch anzustechen und zum Auftritt einer ganz besonderen auswärtigen Musikkapelle, deren Name an dieser Stelle noch nicht verraten wird, das Tanzbein zu schwingen. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Tombola mit vielen tollen Gewinnen. Der Hauptpreis ist eine ganztägige Tretbootfahrt auf der trüben Lanke, gesponsert von Souvenirgeschäft Hades. Gefeiert wird mit Freunden, Verwandten und Nachbarn bis tief in die Nacht. Wer nicht dabei sein will, ist selber schuld. Sehr geil. Neuer Busfahrplan. Alle Jahre wieder kommt der Herbstfahrplan. Das ist so sicher wie die verbalen Ausrutscher unseres Bundespräsidenten. Ab September kommt der Postbus wieder nur zweiwöchentlich. Wenn ihr also auf ein Päckchen wartet oder euch einfach nur auf einen Plausch mit der guten alten Ramona, da ist ein Herzchen nebengemalt, treffen wollt, müsst ihr euch bald wieder zwei statt eine Woche gedulden. Wie immer geht der Plan bis zum Mai des Folgejahres. Schauerlicher Fund im Moor.
Terra Dössel. Da staunte der kleine Peppi, Söhnchen unserer allseits beliebten Souvenirverkäuferin Pedilepi Hades, auch nicht schlecht. Beim Spielen im Moor fand er einen waschechten Knochen. Nachdem er sich dort unerlaubt aufgehalten hatte, dauerte es ein paar Tage, bis er sich wieder seiner Mutter anvertraute. Der Knochen wurde den Behörden übergeben und wird zurzeit untersucht. Wir bleiben an der Geschichte dran. So, 1. September, das ist die Zeitung vom 4. August. Das heißt, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wie lange auch immer. So, cool, sehr schön. Science Fiction. Irgendwas mit Raumschiffen. Oh ja, irgendwas mit Raumschiffen. Wir wollen hier ausmachen, die Tochter zu schockieren. Bitte nicht da stehen. Alles klar. Entschuldige, war keine Absicht. Was guckst du denn da? Hast du noch nie einen Fernseher gesehen? Sehen Sie nun eine neue Folge von Raketenschiff Andromeda. Du lebst wohl hinterm Mond. Mit einem Fernseher kannst du in andere Welten reisen. Dabei fällt mir auf, ich habe dich noch nie hier gesehen. Bist du auch aus einer anderen Welt? Wie wär's denn mit Raumpatrouille Orion statt Raketenschiff Andromeda? Raumpatrouille Orion, das war auch sogar die Zeit. Meine ich, in den 70ern auf jeden Fall. Ich glaube, in den 60ern auch schon. Wahrscheinlich rechtlich geschützt oder nur eine nette Anspielung. Aber es ist Raumpatrouille Orion, die sie da guckt. Gutes Mädchen, gutes Mädchen. Selten haben mehr Küchenutensilien den Weg in eine Science-Fiction-Serie gefunden, die man anschließend nicht mehr erkennen konnte als solche. Das kann man wohl sagen. Mein Name ist Hans. Ich komme gerade aus Berlin. Hallo Hans, ich bin Leni. Meiner Mama gehört das Gasthaus. 70.000 Lichtjahre von zu Hause entfernt ist das Raketenschiff im Sternensystem Omega 3 gestrandet. Ist Berlin auch im Sternensystem Omega 3? Nein, aus Omega 4. Berlin liegt mitten in Brandenburg. Berlin liegt mitten in Brandenburg? Also, Welten entfernt. Brandenburg? Das kenne ich nicht. Brandenburg. Commander Aurora, die Stark-Übernätigerin, sucht einen Weg nach Hause. Und was ist dein Beruf? Bist du auch Stark-Übernätiker? Astronaut, Bademeister, Fallschirmtester. Ich bin Fallschirmtester. Das klingt lustig. Ja. Ich werde jedenfalls Stark-Übernätigerin. Nur Commander Aurora kann mit ihren Space Beams die bösen Rulonier in Luft auflösen. Ja, ja. Und habt ihr Berlinalia auch besondere Fähigkeiten? Kannst du auch Sachen verschwinden lassen? Ich kann Unmengen von Süßigkeiten verschwinden lassen. Neugierig, generell. Doch klar, Unmengen von Süßigkeiten, das geht immer. Ich kann Unmengen von Süßigkeiten verschwinden lassen. Das kann ich auch. Bleiben Sie an den Empfangsgeräten. Wir setzen das Programm nach der Reklame fort. Gab es damals schon Reklame? Mein Onkel konnte auch Sachen verschwinden lassen. Ich weiß auch wo, aber ich darf es keiner Menschenseele sagen. Ich bin noch gar kein Mensch. Aber ich bin doch gar kein Mensch. Ich bin doch Berlinalia. Stimmt. Aber kannst du denn beweisen, dass du kein Erdling bist? Oh. Ich lasse mir was einfallen. Okay, wir müssen sie austricksen. Neue Errungenschaft eingeschaltet, dass die Stark-Übernetikerin. Alles klar. So, ich würde sagen, essen tun wir in der nächsten Folge. Und gucken wir uns das Bild an. Eine Eule. Ein Huhu! Ein trübes Ölgemälde von welkenden Rosen in einer Vase. Achso, Entschuldigung. Ein Teil der Farbe blättert ab. Irgendwie poetisch. Da habe ich doch tatsächlich den Huhu mit einer welkenden Rose verwechselt. Das kann schon mal passieren aus diesem Winkel, man weiß es nicht genau, aber für mich hat es hier zwei Augen und sieht flauschig aus. Könnte auch ein Huhu sein, man weiß es nicht. Eine Sardinendose. Die Dose muss vom Tisch gefallen sein. Ja, die nehmen wir mal mit. Yay, schon halb auf. Hoffentlich riecht das nicht in der Hose nach Fisch irgendwann. So, okay, ich verabschiede mich für diese Folge. Ich hole mal einen neuen Cappuccino. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.